Ach, warte, uno momento. Ja, hallo meine liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play White Day a Labyrinth Named School. Ja, das ist ein Projekt, was ihr schon vor längerer Zeit eigentlich aufnehmen wollte, aber ja, es jetzt erst geschafft habe irgendwie. Und ja, ich versuche es ja gerade mit dem Gamepad zu spielen. Aber ich muss das hier erstmal gerade einstellen, wie man sieht. Gamepad-Modus Beta. Was heißt Ansicht Horizontal bewegen? Ich weiß es nicht. Jeden Fall abbrechen mache ich Kreis. Obwohl, ne, abbrechen mache ich Dreieck. Dreieck, diese Button 0. Dreieck, rennen so also Viereck. Ducken, aufstehen, mache ich Kreis. Rucksack auf Select. Feuerzeug. Keine Ahnung, L1. Auswählen ist X. Warte. Auswählen X. Abbrechen Dreieck. Rennen Viereck. Drücken auf den Kreis. Feuerzeug an aus. L1 und das hier ist Select. So, da müsste es eigentlich soweit eingestellt sein, aber ich weiß jetzt nicht mit der Ansicht.
was das ist. Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, was das ist. Ich würde sagen, mache ich hier links oder rechts alles. Na gut, dann würde ich mal sagen, hoffentlich ist das jetzt richtig eingestellt. Wenn nicht, dann würde ich das nochmal anschauen. Aber ja, dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt das Spiel. Und zwar auf normal, würde ich sagen. Ja. Aber ich muss manchmal noch nachgucken, weil ich habe mir gerade eben was bestellt. Hier auf meinem Timer steht da zwar noch, dass die Bestellung so um 33 Minuten ankommen wird, aber ich check trotzdem mal lieber nach, ob da jemand vor der Tür ist. Okay, nee, noch nichts da. Hier, ich habe ja sogar noch den Food Tracker, also der, wo man anzeigt, wo mein Essen gerade ist, aber das ist ja immer noch im Weg. Ich finde es cool, dass man hier so ein Live-Radar hat, dass man sieht, wo genau dass sich das Essen jetzt befindet. Kostet mich so um die 13 oder 14 Euro ungefähr. Ich glaube, ich kann nur ein bisschen lauter machen. So. Ich habe hier die Gamepad-Steuerung. Ach, ich habe das noch gar nicht angewählt. Lustig. Ah, okay, ich dachte, das geht dann nicht mehr. Das ist das einzige Problem mit meinem Controller. Cheat. Ich glaube, ich muss die Steuerung noch ein bisschen ändern. Ja, das mit der Sichtweite. Okay, mal kurz ändern. Oh, jetzt müsste es hoffentlich mal funktionieren. Nein, es funktioniert noch nicht so ganz. Hey. Okay, das ist gerade böse komisch hier. Okay, das ist einfach nur umgekehrt. Ah, oh, das ist aber ganz komisch. Also links, rechts geht hoch runter. Das geht so. Leute. Mache ich das so.
Oh Gott, das mit Kamera funktioniert. So. Das ist okay. Oh Gott, die Sensitivität noch dazu. What? Fuck. Oh, ich muss das um einiges einstellen. Ist mir immer noch viel zu langsam. Mach mal ganz hoch. Das ist mir einfach viel zu langsam. Helligkeit. Okay, man kann es nicht hier einstellen. Nein, Controller, das machst du nicht. Ja, ich weiß. Warte, hier kann man sich das Speicherdateien aussuchen. Dann würde ich mal sagen, ich speichere jetzt erstmal. Das muss ich auch immer noch mit dem Touchscreen hier machen. Okay. Ja, ich finde es ein bisschen doof. Ein paar Sachen muss man noch hier mit dem Touchscreen machen. Also, okay. Ich sehe gerade noch 27 Minuten. Moment, ich muss mal kurz meinen Foodtrucker nachchecken. Noch so 27 Minuten. Okay. Abholung der Schülerzeitung. Das ist eine Nachricht der Schülervertretung. Wer seine Ausgabe der Schülerzeitung noch nicht erhalten hat, kann sie sich im Klassenzimmer 6 der 11. Klasse, die zweite Klassenstufe dieser Schule, abholen. Neuzugängen und Transferschülern wird die Zeitung besonders empfohlen, da darin Informationen zur Schule sowie eine Karte enthalten sind. Okay. Also müssen wir zum, sollten wir mal diesem Klassenzimmer mal vorbeischauen. Klassenzimmer 6 der 11. Klasse. Oh Gott, ich weiß, vielleicht haben wir schon wieder schon. Ich sehe gerade die Tür. Diesen Lichtschalter. Ohne Momento. So, dann checken wir mal die Toiletten hier nach, wie immer. Wie es bekannt an Horrorfilmen ist. Da ist nix. Okay, da müssen wir erstmal nachgehen. Warum auch immer. Übrigens lassen die Toiletten müssen sich selber schließen. Bis man sich lange erstmal umdreht. Schon das bisschen doof, dass man die Sensitivität nicht höher einstellen kann. Aber na gut, so ist es halt eben. Filzstift. Ein Filzstift und etwas zu schreiben. Ach, auf Select, okay, das funktioniert mit Dings. Okay, aber weiteres könnte nichts damit machen. Einmal ein kurzer Schlagturm funktioniert beim Controller wieder. Wasserspender, sehr interessant. Noch eine weitere Toilette. Wo ist der Lichtschalter da? Boah, schaut, dass man die Sensitivität nicht einstellen kann. Das ist schon ein bisschen nervig. Ein bisschen öde.
ich es so machen muss. So, was haben wir hier? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Warte, haben wir eine Reflexion? Okay, wir haben eine Reflexion. Right. So, Tier hinaus. Dann. SMS anhalte hilfreiche Informationen für den Einsteiger. Wenn ein SMS erhalten hast, berühre einfach die Benutzeroberfläche, um die zu lesen. SMS stehen nur in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden bis normal. Also, okay, wir haben noch weitere Tipps. Das sagt was? Gut. Ich kann Probleme anrufen, das muss ich drücken. Okay, also es ist gerade nichts Nützliches. Okay, gibt es ein bisschen mehr. Wartungsstatus des Gebäudes. Stand 9. März. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leiter nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Die Verkabelung der Werkstatt ist Zeit repariert. An das Arbeitspersonal bitte schließen Sie nicht das Dampfventil des Lüftungsfensters. Okay. Okay, ich kann nur momentan nichts hier machen. Oder kann ich schon was machen? Nein. Okay. Das heißt, was zu merken. Ja, ich weiß schon mittlerweile, wie man Türen öffnet. Ich habe ja schon im Badezimmer, was es ist. Ja, ich weiß. Lichtschalter. Der, nein, ich will nicht durch die Tür. Das. Dokumente. Eine Notiz vom Klassensprecher. Beyond Tai Kim. Wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast absterben lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Entweder gehst du zu ihm und bettelst darum, oder lass den Mut, es dir selbst aus dem Tresor des Turngeräteraums zu holen. Ach ja, es heißt, er sei sehr vergesslich. Also versteckt er die Medaillen, die er erhalten hat, im Geräteraum und verwendet sie als Zugangscode für den Tresor. Hallo? Achso, okay, das war schon besser. Okay, also alles ist ja schön. Jo, wieso habe ich gerade Google als Werbung bekommen, die ich schließen kann? Also, okay. Da hat wohl jemand einen Streich gespielt, was auch immer. Erstmal die Klassen, also die Tischhalle durchstöbern. Okay. Nichts drin. Kann ich einen von denen öffnen? Ja, aber Schülerzeitung kann ich lesen. Schülerzeitung, das ist die Schülerzeitung der Yendo High School. Die Yendo High School. Da es sich um die erste Ausgabe des Schuljahres handelt, befindet sich im Anhang eine Karte der Schule für die neuen Schüler.
Anhang. Okay. Es ist Geschenk für den White Day. So, Youngs Tagebuch. Okay. Der Prima Wurm-Anhang. Ich kann ja wenigstens machen. Okay, dann Sojamilch. Sojamilch aus dem Schulangebot. Du kannst sie im Schulkiosk gerade am Automaten bekommen. Oh. Ja, danke jetzt für den Tipp erst. Du kannst dich eine Snackbrotdose, Kaffee, Sojamilch, die Gallensteinpille und den Verbandskasten einsetzen, um dich heilen und durchatmen zu. Und durchzuatmen. Wechsel dafür zum Heilgegenstände-Menü in deinen Rucksack und tippe auf. Also ich hab's gerade total unnötig benutzt. Probieren über Studieren. Und ich hab's schon benutzt. Obwohl ich das gar nicht, ja. Erstmal gar nicht nötig hatte. Aber hey. Okay, hier kann ich mit nichts interagieren. Mal ein kurzer Schlag und dann funktioniert wieder. Soll das so die Bewertungstafel sein oder was? Nee, ist das ein Kalender oder? Ja, ich glaube, das ist ein Kalender. Also, so sieht es mir so ein bisschen aus. Nee, da kann ich schon durch. Diese Sensitivität ist so langsam. Oh Gott. Da bin ja selbst ich noch schneller. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Man weiß ja, vorsichtshalber speichern. Okay, vorsichtshalber, weil ich weiß nicht, was auf mich kommt. Oh. Why, hello there. Auch einen Schritt in die Natur, der ich bin, nicht wirklich, aber. Naja. Okay, ich bin Huimin. Ich habe hier was liegen lassen, sage ich mal so. Warum soll ich helfen? Das ist mal außer die Frage, warum soll ich helfen? Nein, Controller. Zeig, bist du. Hallo? Ja, und wobei sollte ich jetzt die Frage?
Moment, ich muss mal kurz nachchecken. Standort ist an. Okay, da steht es noch 14 Minuten, aber der Tracker wurde nicht aktualisiert irgendwie. Also wird nicht aktualisiert. Bist du also hier warten? Bist du da drin fertig bist? Nee, komm. Aber wie genau soll ich dir hier drin bitte helfen? Okay. Mann, was soll das gleich so mies sein? Am besten würde ich das nicht machen. Am besten würde ich nicht helfen, aber. Na gut. Das Spiel ist irgendwo. Ach, ich kann ja automatisch durch die Türen gehen. Kann ich hier in die Fassung noch einmal? Na, okay, nix. Also, ich brauche irgendwas zum Schneiden. Okay, damit könnte ich interagieren. Ach, gut. Okay, dafür brauche ich Schlüssel. Aber ich kann nichts machen. Ah, so, gefunden schon. Drahtzange, eine einfache Drahtzange im Dusch trennt. Zäune und kleine Drähte. Was ist das? Das. Ein Tisch? Oh, ein Tisch. Nice. Okay. Da kann man es auch machen. Kann ich hiermit interagieren? Ich könnte hiermit interagieren, aber. Ich habe keine Münzen. Ja. Das will ich auch schon vertrauen. Sehe ich gerade mit meinen Schritten, oder? Also, Notiz von der Baustelle. Reparatur der Beleuchtung im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Die Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Die Reparatur fordert umfangreiche Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilation zwischen Werkstatt und Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehrer und den Toiletten wird notwendig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie relevant ist mit irgendwas, was ich brauche. Ja, aber okay. Auf jeden Fall haben wir die Leiter. Okay, mit Sachen in der Hand. Also, wenn ich Sachen trage, könnte ich auch nicht laufen. Ich kann ja das rechte Licht, ist ja auch logisch. Okay, die rechte Tür öffnet sich. Das habe ich mittlerweile gelernt. Warte, wo war es nochmal? Hier. Nein, das ist nicht richtig passiert. Okay, das ist richtig passiert.
Man nur so drücken. Man könnte sich so ein bisschen erschrecken. Aber das kann ich jetzt nicht mal, weil sie ja schon hier ist. Und geschnitten wird das. Alles einzeln machen und reingekochen wird, oder was? Warte. Das ist okay. Wichtig ist. Und jetzt ist es gerade dunkel. Oh. Oh. Autsch. Au. Krass. What the fuck? Habt ihr gerade auch jemanden gesehen, der zusammengeschlagen wird von irgendjemandem? Oder bilde ich mich jetzt gerade nur ein? Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, manche Sachen muss ich noch so separat nehmen. Hallo. Vorne wieder. Gewisser Mehl. Noch mehr Wege. Och, Menno, hier dreht sich so arschlangsam. Das ist das Einzige, was mir so ist, was man weiter einstellen kann. Aber ich weiß nicht, wie es. Da dreht sie sich einfach mal schnell um. Aber hier mit dem Sticknet, das finde ich ein bisschen mies. Finde ich ein bisschen doof. So, jetzt müsste hier das Gas oder was auch immer weg sein. Oh Gott. Na, das sieht ja schon mal nach was aus. Noch was vielversprechend. What the fuck? Ich kann den Namen irgendwas schreiben, okay. Ich kann auch das Dokument nicht aufheben. What the fuck? Also bitte, was ist das? Hab ich da rein? Okay, das tut mir nichts, aber was ist das? Was ist denn eine kranke Scheiße? Was ist das? Doll. Oder hohl, doll. So, die Frage ist jetzt, was soll ich jetzt hier machen? Okay. Ach so, okay. Hier ist noch nichts. Geht nicht auf, obwohl ich gar nicht mal ausprobiert habe. Okay, was kann ich jetzt zu tun? Aus Ewigkeiten.
gefühlt, keine Ahnung. Das sah mir so wie eine Kasse oder so. Ah, jetzt kann ich das sogar mit aufheben. Notizsets Montagetechniker. Die vorhandenen Verpackkabel ist verbogen und die Metalldrähte sind stark korrodiert. Die Reparatur wird mehrere Tage da andauern. Die Ursache der Korrosion ist unklar. Sollte die Korrosion eine Überladung verursachen und dann einen Alarm auslösen, kann dieser vorübergehend durch die Verknüpfung der 3 und 4 Steckleuchte unterbrochen werden. Okay, und das bringt mir jetzt was? Kann ich damit was machen? Ja, ich weiß, dass das hier nicht aufgeht. Die Tür, das regt mich auch gerade nicht. Was mich gerade interessiert, was ich hier machen soll. Es ist, was ich hier machen soll. Hiermit kann ich nichts machen. Ja. Okay, aus irgendeinem Grund dreht er nur in der Mitte. Was ist nochmal? Warte. Also die Verknüpfung von 3 und 4. 3 und 4 müssen also verbunden werden. 3 ist da. Und okay, vielen Dank. Okay, also manchmal muss ich nur so ein bisschen kooperieren zwischen was sind zum Beispiel hier? Software, okay. So zwischen Touchscreen und Gamepad. Eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Metall versehen ist. Ein Glücksbringer, okay? Hat man ja gesehen, manchmal muss ich noch so zwischen Touchscreen und Dings hin und her kooperieren. Ja. Ja, war schon sein und ich glaube, damals muss das Wahnsinn kriegen, oder? Ja, aber das ist auch nicht so, weiß ich nicht. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school was killed. Because so many people died here during that time. Hallo? Haben Sie vielleicht was bestellt? Bestellt ja. Ach so, Entschuldigung, das habe ich vergessen. 2. Ja, alles klar, bis später. Okay, sind Sie schon da, oder? Ja, nee, noch nicht. 5 Minuten komme ich. Achso, okay, ich warte dann draußen dran. Tschüss. Okay, Bestellung ist da, das heißt. Nein, ich will noch schnell speichern. Ich schiebe schon mal Geld mit. Ich muss gleich raus, also ich muss abwarten. Ja, komm, ich lese das beim nächsten Mal jetzt. Ich gehe jetzt mal schnell abspeichern, dass ich auch die Aufnahme jetzt beenden kann. So, komm mal.
So, dann würde ich mal sagen, da ich mich jetzt beeilen muss, würde ich mal sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin jetzt nämlich raus für die Bestellung bei Ihnen. Ciao.